Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Quarry. Ja, wir gehen jetzt zum Radioschuppen und gucken, ob wir Hilfe holen können. Shit. Hier wimmelt's nur von den Viechern. Geh mal ein Schrittchen schneller hier. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? so würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen... ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Genau, lass uns schnell hier verschwinden. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Da los, hopp. Was machst du denn? Wo ist denn hin? Müssen wir nicht... Ach, ist bestimmt da hinten. Shit. Na los, renn da. Okay. 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 Ich guck mich hier nicht um. Schiss vor. Oh, die Kratzspuren. Gar nichts gut. Da sind ganz schön viele Kratzspuren. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten. Wie es jetzt ist, also tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier... weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Das wird, glaube ich, keine Hilfe sein. Aber woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger.
Es ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Raus auf Dach. Können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay, also müssen wir doch okay. Nicht raus aufs Dach. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Wir sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Hier sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter, ihr müsst... uns helfen, SOS. Okay, das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. War das gut? Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Bärenschwarm, das kann ich auch gut. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Oh, geh weg vom Fenster. Der springt dich doch gleich an. Oh no. Ja, nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Oh, wir wissen nicht, ob sie uns meinen, aber sie meinen wir wissen doch gar nicht, ob sie uns meinten. Ich glaube schon. Ich meine, es klang wirklich, als ob es so wäre. Aber das... Das kann nicht sein, oder? Oh, Scheiße. Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße. Fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Ja, warte, geh da nicht raus. Okay. Nein, bitte geh nicht. Bitte. Oh, shit. Warum warnst du mich nicht, dass da draußen was ist? Ich war nicht sicher. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Okay, Scheiße, sei still. Ryan? Ist das ein Bär? Wir schießen nicht durchs Dach. Jetzt schießt mir ein Loch rein und der kommt drin, hüpft. Nee. Was ist das? Okay, sind es zwei. Das ist, Fuck. Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, Scheiße. Sie sind auf dem Weg, wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Nein! Scheiße.
Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Was jetzt? Still sein. Wir töten nein. Okay, können also wir denn gar nichts tun? Ich weiß aber nicht, jetzt, ich weiß nicht. Das ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen. Ja, mach ganz laut das Piepsen. Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ja. Ich meine, wir könnten eine hochfrequente Rückkopplung durch die Lautsprecher jagen, genau. Und aufdrehen. Ja, ja, und ja. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Ja. 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 Tu es. Okay. Ich hoffe, wir locken damit nicht andere an. Okay, komm, Helen. Du schaffst das. Hallo. Kommst gleich. Ja, dreh dich durch. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Irgendetwas fehlt, aber... Aber was? Oh, fuck. Okay. Hat's erwischt. Reparier's. Ich lenke es ab. Wie willst du es ablenken? Mach schon, los, Beeilung! Okay. Ja, scheiße. Schieß den Arm ab. Schieß den Arm ab. Los. Abschießen. Was soll ich tun? Es breitet sich aus. Du musst sie abbrennen. Brenn sie ab. Brenn sie ab. Oh, Scheiße. Fuck. Okay. Halt einfach durch. Los. Fuck. Schieß es ab. Die Ketten... Die Schrotflinte schreut doch, ich Dumme. Okay, hat funktioniert, oder? Hol das Kabel! Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest draufdrücken. Was muss ich tun? Hast du die Tasse? Die Kettensäge wäre bestimmt präziser gewesen. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Oh, fuck. Ganz schlechte Idee. Oh, fuck. Nein, das ist eine gute Idee, aber das wisst ihr nicht. Das weiß ich. Oder? Der Typ hat sich ja immerhin auch den Finger abgeschossen. Fürs Erste, glaube ich. Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, Scheiße. Hat uns aus der Lodge gebracht. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut.
Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Mehr oder weniger. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Nein. Das wird sie auch nicht. Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Ja, oder? Scheiße, Dylan, was ist das? Es ist nicht Emma, sie hatte nämlich was anderes an. Es ist irgendjemand anderes. Weil wenn man so Werwolf-Filme kennt, da hat sie bestimmt gerade einen Werwolf erschossen und die verwandelt sich nach dem Tod doch wieder zurück. Glaube ich. Es ist nicht Emma. Oh. Keine Karte. Oh, willkommen. Hi. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Ich hab nichts. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ab mit dir. Es gibt genug zu finden. Du musst nur suchen. Oh, wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Danke. Emma! Gott verdammt. Mist! Oh. Fuck! Wer ist er denn? Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Oh nein, er ist auf der Insel. Während sie schon längst wieder runter ist und er ist mit dem Vieh hier. Puh, da will man echt nicht fallen. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Was war das? Speicher gerade, zeig mal.
die Speicherkarte einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Wow. Hm. Vielleicht ist da ja was drauf. Vielleicht. Geht sie wieder runter, ja? Genau, von da kam er, glaube ich. Gut, genau, ja. Dann geht's da wieder runter. Verdammter Scheiß! Du Deutsch auf jeden Fall. Erfreut, oh Gott, ist Emma. Natürlich erfreut. Bin ich froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann! Au! Okay. Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Hey, ich versuche uns zu retten. Ich bin ganz gut allein klargekommen. Was? Ich kann mich selbst retten, Mann. Ich werde mich nicht Hals über Kopf in dich verlieben, nur weil du den Prinzen spielst. Weißt du... Ich wäre nicht überrascht, wenn du hinter allem steckst. Oh mein Gott, was? Was? Shh. Oh no. Genug gestritten, rennt. Weg! Oh, wer ist er denn? Der hat... Sorry! Ist der Alpha? Versteckt, versteckt, versteckt. Rennen. Oh, scheiße, Emma. Vielleicht ist es Abschreckung für den Werwolf. Oh, okay. Was zum Teufel? Ah, fuck! Scheiße! Loseisen? Was ist denn Loseisen? Fuck!
Okay. Könnten Sie auch? Okay. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollen wir was tun? Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H.'s Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kelly. Nick! Du riechst so gut. Einschreiten. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Scheiße. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Oh, lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Shit. Wie geht's der Abby? Hey, Mann, bist du okay? Doch, ich will. Schon okay. Ich hab. Was hab ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Oh, das kann ja noch was werden. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also, es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Oh, langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Okay. Was brauchen wir? Hier ist ein Badehaus. Handtücher vielleicht. Oh. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Der Mond. Ich
bring wieder ein Kärtchen mit. Oh Gott, die Kamera. Gut. Komm ich hier auch rein? Ja. Komm ich da rein? Geh mal rein da. Nö, okay, doch, hä? Oh Gott. Ja, der hat doch da ein paar Handtücher. Gibt's hier noch was? Geh mal rein. Nö. Hier? Nope. Aber da hat er gerade ganz kurz X aufge... Blind nur jetzt. Hallo? Ja, so besser? Ein Zettelchen, kann man den lesen? Wo Caleb jetzt wohl ist? Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern Caleb und Kaylee. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Ha. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Ja, natürlich. Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... So ein... Ist so... Was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Hä? Habe ich gesagt. Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen, oh, Abby. Oh, okay. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... What the... Oh, Abby! Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Oh shit. Leg dich wieder hin.
Mann! Nein. Okay, jetzt. Mann. Oh shit, 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 shit. Doch, ich glaub, shit. Nein! Nein! Sollen. Tja, da guckst du, wa? Mist, ich hätte schießen sollen. Na gut, hätte Fahrradkette. Oh, genau. Wo sind die anderen hin? Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt, und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Ja, da sind sie aber nicht mehr. Gut, ja, rest in peace, Abby. Tut mir leid. Wir gucken, was uns in der nächsten Folge blüht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ja. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.